Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute habe ich drei Damen eingeladen, die alle eins gemeinsam haben. Sie kommen alle aus dem anglophilen Bereich. Und ja, ich begrüße Linda. Linda kommt aus New York, yes, ist auch eine Sängerin, genauso wie Jenny Evans natürlich. Sie kommt aber nicht aus Amerika, sondern aus London. Richtig. Und dann haben wir noch die Erin Perry, die auch aus New York eigentlich kommt, aber Ursprung eher Kalifornien, oder? Richtig, richtig. Genau. So, und jetzt muss ich mal der Reihe nach abfragen. Jenny, warum bist du überhaupt in München gelandet? Ich kam, um Deutsch zu lernen. Ergo, aber, nächste Frage ist, warum bin ich hier geblieben? Genau. Wegen der Liebe. Und ich habe hier studiert und dann habe ich angefangen zu singen und ist gleich erfolgreich gewesen und deshalb bin ich hier geblieben. Jazz ist dein Hauptthema. Jazz, ne? Ist mein Ding. Die Time hat gesagt, the leading female jazz singer in Germany. Mhm. Das ist ja schon mal eine Auszeichnung, ne? Wenn die, ja, Time das sagt. Und warum die Time das gesagt hat, wollen wir uns mal kurz angucken. Denn wir haben ein Lied von dir, wo, aha, wir mal kurz reinhören wollen, damit wir wissen, was so deine, ja, dein Genre ist. Okay. So. What joy where I hear you saying I love you. What joy now I realize my dreams come true. What music, what singing, I hear the bells are ringing. What is this silly grin? What is this mood I'm in? Why should I be afraid? Now my decision's made. No need to hesitate. I'm gonna take it, we're gonna make it. What a joyful and happy feeling. When you say, oh darling, of you. Ha, Linda, und jetzt sind wir bei dir. Aus New York, hier in München gelandet. Bist ja schon relativ lange hier. Sehr lange. Dieses Jahr ist schon 31 Jahre. 31 ich Jahre? Ich habe nie gedacht. Ich bin hier auf Tournee gekommen, für zwei Wochen Tournee. Das ist dann fünf Monate geworden mit meiner ersten Girl Group, The Flirts aus Amerika. Und eigentlich soll ich zurückgehen und weitermachen in Amerika. Aber ich habe ein Angebot gehabt in Deutschland für eine Solo-Karriere. Von auch ein Star damals in den 80er Jahren, Fancy. Und ich wollte immer alleine arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, bin zurück nach New York, habe ich meinen Vertrag gelöscht, gebrochen und bin zurück nach Deutschland. Also nicht wegen der Liebe wie die Jenny, aber wegen der Arbeit. Das war ja damals 80er Jahre, das war ja richtig Dieter Bohlen. Und wie würdest du deine Musikrichtung beschreiben? Ja, das ist Italo-Pop. Aber das, genau was ich gemacht habe in den 80er Jahren, war klassifiziert als Italo-Disco. Ich weiß auch nicht, was das richtig bedeutet. Das war ein bestimmter Sound vom Synthesizers und Drumbeat. Und das war Italo Disco. Okay, wie lange bist du schon in Deutschland, Jenny? 1974. Und darauf kommt jetzt ein Aber, da musst du 4 Jahre alt gewesen sein. Da musst du 4 Jahre alt sein. Danke, dass du die Moderation für mich übernimmst. Ich hätte 3 Jahre gesagt. Aber das sind dann ja, auf 40 Jahre. Ja, ja. Also, wow, über 40 Jahre, 30 Jahre. Und jetzt sind wir bei dir, Erin. 15 Jahre. 15 Jahre bist du ja. Ich bin ein Kind. So, warte mal, jetzt muss ich mal sagen. Also, du singst Soul, Dancefloor, Pop und Rock. Und Gospel auch. Und Gospel. Und ein bisschen Jazz. Aber Jenny ist der Profi. Wir haben natürlich auch von dir ein Stück. Und okay, da wollen wir auch mal reinhören, damit, okay, wir ein Gefühl, yes, dafür, yes, kriegen, wie deine Stimme ist. Like you were the only.
Also alle, die Janis Joplin kennen, die Musik von Janis Joplin, die merken, wie nah du dran bist an dem, was Janis Joplin gesungen hat. Aber vielleicht glauben die einen oder anderen auch gar nicht, dass das von dir gesungen ist, was wir da gerade gehört haben. Deshalb würde ich dich einfach mal bitten, so ein A Cappella zu singen. Und alle, die einen Mercedes-Benz haben, die werden dieses Lied jetzt besonders genießen. Cool, aber bitte ein bisschen Hilfe. Yeah. Und meine Süßen Damen. So, her. Okay. So, Vorsicht for the sound man. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Vielen Dank für die Hilfe. Ja, richtig gut, richtig gut. Ich habe gesungen diese bei ihr Geburtstag. Ah ja, genau, und da hast du bei Christian Ude auf dem Schoß gesessen zum Schluss. Das war sehr spannend. Und gesungen? Drei Lied. Aber nicht bei ihm, auf ihm, bei ihm. Ja. Auf dem Schoß? Ja. Drei Lieder. Das war sehr süß, war sehr nett. Ja, ja, das war... Vor langer Zeit. Ja, So, und warum bist du hier gelandet? Auch, like Linda, auch für Musikantorier und war vor 5 Monaten und wachen und es ist 5 Jahre später. Ich bin hier und sage, oh, ich glaube, ein bisschen Deutsch lernen. Ich bleibe hier. Es ist super schön Start und es ist nett. Jenny, jetzt hast du viele Alben schon gemacht. Mhm. 9 Stück oder 10? Oder die 11. kommt im November raus. Inwieweit unterscheiden sich diese Alben voneinander? Ich habe bis 2004 eigentlich einfach die American Standards Songbook gegeben mit ein bisschen, also mit sehr viel, habe 3 Live-CDs gemacht und dann habe ich eine Studio-Aufnahme-CD gemacht, bei der ich die European Songbook und da habe ich meine Herkunft, ich komme von der Klassik, meine große Liebe ist die frühbarocke Musik und dann habe ich eine CD aufgenommen mit von europäischen Komponisten. Singst du denn auch Deutsch? Ich singe auch, also zum Beispiel habe ich gerade eine Peter Kreuder Songbook gemacht, also von dem deutschen Komponisten Peter Kreuder. Mhm. Aber ich singe eigentlich für eine Nacht voller Seligkeit. Ja, okay. Jenny, Lena, hast du dir das auch mal überlegt, auf Deutsch zu singen oder ist das etwas, was für dich nicht in Frage kommt? Nein, ich habe schon ein paar Sachen aufgenommen durch die Jahre in Deutsch, aber ich merke, das muss ein einfacher Text sein für mich. Wenn es etwas schwer ist oder ja, dann mit Angst. Mit viel Bedeutung. Ja, dann habe ich Angst. It's nicht die Muttersprache. Ich kann Englisch singen ohne Problem und Italienisch. Das ist meine zweite Sprache. Dann fühle ich das. Ich muss auch meine Gefühle reinbringen in die Musik. Und Deutsch ist immer noch komischerweise fremd für mich. Ja. Für Gesang. Aaron, so eine Janis Joplin auf Deutsch, das wäre doch mal... Nein. Das wird was Neues. No, ich probiere meine Texas Akzent, you know. So, nein. Und es ist für mich Deutsch ist schwierig, ich habe Angst. Und so viele Damen singen sehr gut in der Muttersprache Deutsch. Ja. Warum für mich? Meine Muttersprache ist Englisch, ich singe sehr gut auf Englisch und das ist besser. Ich habe 2-3 Mal ein deutsches Lied gesungen und ich habe gehört, es war süß. Was hast du gesungen?
Einmal die 99 Luftballons. Oh, das, ja. Ist ja. Das ist schwer. Das sagst du zu schnell für mich. Es ist so schwer. Yeah. Aber eine schöne Lied. You could do it as a blues ballad. Cool. Yeah. Aber eine Ballade ist okay. Ich habe gesungen, was ist? Ich fühle wie du. Du bist mein. Das ist okay. Es ist langsam und es ist okay. Aber das ist genug für mich. Bist du so ein Mädchen gewesen, was immer schon Musik machen wollte, gleich als kleines Kind? Ah, nein, ich war spät. Mein Vater war ein Sänger und ich hatte Klavier gespielt, sehr schlecht. Und Flute, ich war eine sehr gute Flautist. Mhm. Und ich nicht singen da in der Universität. Das ist mein erstes Mal, ich war singen. Und mein Vater habe gesagt, das ist so, Schatz, aber nicht probieren zu machen, diese Profi. Wenn jemand sagt, ehrlich. Aber 3-4 Jahre später, ich war spielen und singen und mein Vater habe gesagt, was passiert? Yeah. Deine Stimme ist anders und ich mag in einer TV-Show in Kanada, kommst mit. Okay. Und das ist, wenn ich beginne. Wie war es bei dir? Ja. Ich habe immer gesungen. Also du immer gesungen. Ich wollte auch immer singen. Ich war immer die Erste, die sich gemeldet hat. Und habe also in den Schulchören gesungen. Und dann bin ich in die Klassik gegangen und habe ja bei einem berühmten Barockchor in England mit 16 gesungen. Aber ich hatte als Schauspielerin gearbeitet in England. Und und dann, als ich nach München kam, habe ich mit dem Gesang weitergemacht. Wo ist denn in München für dich ein besonders guter Platz, um aufzutreten? Die einzige ist die Jazzclub Unterfahrt in der Einsteinstraße. Mhm. Das ist die beste, es ist, gehört zu einer der 10 besten Jazzclubs der Welt, laut Downbeat Magazine. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir diesen Club, und der ist so toll, der ist sowas von gut. Wie sind die Münchner so überhaupt drauf, wenn das Thema Jazz thematisiert Jazz. Wird? Also, nein, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Jazzfans. Sehr, 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 sehr gute, junge Jazzmusiker. Für deine Musik, Aaron, wo ist da besonders in München ein guter Platz aufzutreten? Ja, es ist sehr gut. Ich komme aus Los Angeles, das ist, wo ich beginne zu singen. Ja. Und wenn du bist 30 Jahre alt, es ist fast fertig in Los Angeles. Mhm. So hier in Deutschland, ich denke, es ist anders, es ist besser. Und die Qualität des Lebens ist auch sehr, sehr gut. So viele Firmen Auswahl für mich. So ich bin dankbar für diese. Linda, gibt es für dich einen Platz, wo du gerne auftrittst in München, wo du sagst, da ist mein Publikum? Hier in München. Also das im Vergleich mit den 80er Jahren zum Beispiel, auch 90er, das wahnsinnig weniger Clubs für Live-Music, für good Live-Music. Mhm. Bayerisch Hof gibt es noch für Pop. Hard Rock Café. Das war ich noch nicht. Ich habe gespielt letzte Woche vor der 45 Jahre Anniversary feiern und die Leute sehr gute Anlage, sehr gut Soundmann und das ist sehr nette Leute und das ist du magst ein sehr gut Rock Konzert da. Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist cool. Das ist cool. Das ist jetzt seit 3 Jahren ein Club hier in München, Kir Royal heißt es, in der Nähe von Gasteig und das ist ein 80er Bar. Und die mag ich oft Shows, der war das. Sein Publikum ist wirklich von den 80er Jahren. Die spielen nur Musik von den 80er Jahren. Cool. Ist wie zurück in der Zeit, 30 Jahre. Ein ganzer Sender, der nur 80er Jahre Musik spielt im Radio, ne? Also ja. Mittlerweile. Weißt du noch, wie sich das angefühlt hat, als du dein erstes Album rausgebracht hast? Es war ein wunderschönes Gefühl. Ich wollte immer alleine arbeiten und aufzunehmen und auch zu schreiben, weil mit Fancy habe ich mein erster Lied hier auch die Text geschrieben. Und ich habe noch nie vorher geschrieben. So das war super, weil ich könnte, wenn du singst, was das du geschrieben hast, du natürlich gibst noch mehr von dich. Ist ehrlich. Ja. Ist eine Erfahrung von deinem Leben. Ja. Authentisch. Authentisch. Jenny, wie oft bist du also authentisch mit deinen Texten? Wie viele von denen hast du selber geschrieben? Oh Gott, also ich bin jetzt gerade dabei, eine neue Produktion zu machen.
nur mit eigenen Texten und Kompositionen. Mhm. Nicht? Und so, ich bin im Moment in einer Schaffensphase, wo ich schreibe jede Woche ein neues Lied. Super. Das Kommende heißt Incompatible. Incompatible. Mit Anspielungen auf, ich meine, ich kenne mich da gar nicht in Computerterminologie aus, aber da muss ich merken, das ist sehr schwer, dass sich das reimt. Hast du so eine Erinnerung hier bei deinen Auftritten in München, wo du sagst, das war ein ganz spezielles Highlight in deiner 40-jährigen Karriere hier in München? Das Wichtigste, beziehungsweise der erste große Standpunkt, angefangen habe ich viel früher, aber dann hatte ich ein Jazzlokal, nicht das Jenny's Place, und das ist einfach, da war mein, das war wichtig für mich, weil it put me on the map. Da war ich auf meinen, früher war ich einfach die englische Sängerin, aber da war es, du bist Jenny von Jenny's Place, nicht und so. Ja, also ich meine, das war eine Kneipe, oder? Kleine Jazzbar, ja. Ja, eine Jazzbar. Warum machst du es nicht mehr? Ja, nach 5 Jahren, genau wie du gesagt hast, das ist endlich, es gibt was anderes. Und ich hab durch diese Zeit in Jenny's Place, die 5 Jahre, habe ich wahnsinnig profitiert. Wo war das? Norden in der Ecke Georgenstraße, also mitten in Schwabing oder Grenze, Schwabing, Max Vorstadt. Und dann hatte ich da ein Engagement am Schauspielhaus in Hamburg, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg. Und das war eigentlich ganz gut so, weil da kam ich wieder auf mein Schauspiel-Sache. Aber so eine Kneipe, Linda, du hast es ja auch gemacht, ne? Also das ist ja... Ja, das ist irgendwie also so amerikanisch, englisch, dann mache ich es halt selber nach dem Motto. Ja? Deine war mehr Bar. Also ich habe noch mehr Arbeit gehabt, weil ich habe ein Restaurant gehabt. Ja, ja. Was hattest du? Ein Restaurant, das war ein Music Restaurant. Ja. Eigentlich die einzige Restaurant mit täglicher Live Music. Wo war das? An der Elisabethstraße, Ecke Isabella. Mhm. Und ich habe keine Richtung gehabt. Jeden Tag war andere Musik mit anderer Musik. Ich habe alles vom Flamenco zum Jazz zum Rock. Ich habe gesungen da. Ja, genau. So habe ich die Aaron kennengelernt. Und genau, die beiden. Die haben bei mir aufgetreten. Und wie Jenny sagt, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Wenn du das richtig schön und professionell machen möchtest, mit ganzer Seele, wie wir arbeiten, Künstler, it's viel. Wie viele Jahre hast du die Kneipe? 8 Jahre. 8 Jahre. Und dann irgendwann merkt man, es ist zu viel Arbeit für geringen Lohn. Ich war alleine, ich bin alleinständige Mutter und habe den Laden gehabt. Und mein Hauptberuf und Verdienst war natürlich auf der Bühne. Und ich habe in der End nur gearbeitet und geschlafen. Ich wusste nicht, ob das Montag war oder Donnerstag. Und ob ich Brokkoli brachte oder noch keine CD. You know? Aaron, huh? Machst du auch eine Kneipe bald mal auf? Na, kein Kneipe. Du wärst die Beste. Also, kannst du vorstellen? Nee, toll, du wärst. Ich fühle mich faul. aber ich hatte viele Lied geschrieben. Du hattest viel Liebhaber? Nein, hab's falsch verstanden. Was war das? Die Wahrheit kommt jetzt. Weil du das angesprochen hast, mit 30 in Kalifornien wird's schwierig als Sängerin. Wird das Singen, wenn man älter wird, überhaupt schwieriger? Oder? Wenn du bist ein Established, es ist okay. Aber wenn du probieren zu gehen mit der Record Company, vergessen. Wenn du bist 25 weg, 30, das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist so, es ist eine andere Mentalität. In Deutschland, ich denke, die Leute haben mehr Lust für Good Music. Mhm. Und es ist okay, wenn du bist nicht 25 Jahre alt. Gott sei Dank. Okay, wenn wir wiederkommen, werden wir uns weiter über spannende Themen unterhalten.
Ja, also ich unterhalte mich mit den amerikanischen und englischen Sängerinnen. Jenny Evans, Aaron Perry und Linda. Das mit dem Joe müssen wir noch mal klären, was das ist. Und Rizzo. Aber Linda, wie hast du jetzt das mit dem Singen gestartet? Wo fing das bei dir an? Auch schon ganz früh oder erst später? Nein, spät wie der Aaron. Ich habe in der Schule und in der Kirche immer gesungen. Und ich wollte auf eine Bühne. Wenn ich schon 5 Jahre alt war, ich war fasziniert mit diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen von Hollywood. Fred Astaire und Ginger Rogers und Gene Kelly. Ich wollte in das Licht, aber ich habe nie gedacht, ich würde singen. Jeder hat gesagt, ich habe eine schöne Stimme, aber nie gedacht. Und das war ja, alles Zufall. Ich bin in den 70er Jahren nach Italien gegangen als Fotomodell. Und ich wusste nicht. Du hast sizilianische Wurzeln. Ja, das Rizzo ist mein Vater. Rizzo, genau. Ich erkläre den wegen der Joe. Aber ich bin nach Italien gegangen im Sommer. Ich wusste nicht, dass in Europa gibt es Ferien d'Agosto, weil der ganze Monat in Italien ist alles zu. Ich habe sofort gearbeitet und dann meine Agentur sagt, was machst du jetzt? Wir schließen bis September. Was? Wie bitte? Ich war in der Pension, ich muss Geld verdienen, ich muss alles zahlen. Und ich sage, nein, 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 wir sind in Ferien, wir machen wieder auf im September. Und ich habe durch Kontakt in Amerika Musiker gekannt in Mailand. Und die haben mir was angeboten für den Monat August. Auf Tournee. So, okay, sing, warum nicht? Ich habe nichts anderes zu tun. Und das war der Anfang. Cool. Könntest du jetzt auch mal kurz noch mal was singen? Yes. Dass wir einfach noch mal so im Kreis rum, ich habe das Glück, dass die drei Ladies bereit sind, oder wir alle haben das Glück, dass sie bereit sind, einen kurzen Song für uns noch mal a cappella zu singen. Ja, Linda, wenn du anfangen würdest. Ich weiß, du liebst, wenn wir alles getrennt machen, du liebst Stand By Me, das ist so... Ja, Stand By Me ist ein cooler Song. Oh my God, das ist so einfach. When the night has come and the land is dark and the moon is the only life you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you care and stand by me. Ah. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt, Aaron, müsstest du auch noch mal ein. Nein, you know, ich liebe Janis natürlich, aber ich liebe auch Gospel. Okay. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, it's always fun, isn't it? Yeah. I love singing with people. Okay, dann machen wir gleich weiter mit dir, Jenny. Wie eine von euch Bass. Singt dann. Okay, von meiner neuen CD, Cream. Ooh. Kennt ihr alle Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker? Ginger Baker. Aber ich mache das natürlich ganz anders. Cool. Nicht dieses. Fängt mit Bass an. Bum, 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 bum. Bum 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 bum. It's getting near dawn. When nights close their tired eyes, I'll soon be with you, my love, to give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling, yeah. Huh. I have to sing it till the end because we get the chorus. Boom, I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your
Yeah. Was für ein Geschenk, ja, dass ihr diese Stimmen habt. Ja, no, it's great to sing with two other singers. Einfach mal so drauf los singen kann. Yeah. Ja, ohne ich habe euch vermisst bei meiner Lieben. Ich habe mich nicht getraut, weil ich die Harmonien nicht gekannt habe. Yeah, I didn't want to step on you. Also bei Sportlern ist es ja so, dass die Kraft dann irgendwann mal nachlässt und irgendwann können die nicht mehr Sport treiben, weil sie was einfach körperlich nicht mehr geht. Wie ist das bei Musikern? Ist das wirklich? Also ich bin der Ansicht, dass wie jeder Künstler, man wird immer besser durch die Erfahrungen, die man macht. Die ganzen Erfahrungen, das ganze Input, wenn man richtig damit umgeht. Und vor allem, es gibt ja auch Kollegen, die frustriert sind, aber das geht nicht. Man muss sich, also für mich, weil ich immer weitergehe, ich will immer was Neues machen, ständig was Neues. Also ich möchte mich immer wieder neu erfinden. Und solange die Stimme bleibt, aber wenn ich denke an Ella Fitzgerald, ihre Stimme ist kleiner geworden, aber mein Gott, was die da mit 75 oder 70 gesungen hat, das war Wahnsinn. Oder wie Frank Sinatra, nicht? Wie war es für dich, Linda? Hattest du mal irgendwann das Gefühl, dass du was anderes machen möchtest, dass es irgendwann mal vielleicht auch nicht so weitergegangen ist, wie du dir das gewünscht hast und dass du dann gesagt hast, ich züchte jetzt Blumen oder irgendwas anderes? Oh Gott. Nein, also die 35 Jahre, dass ich jetzt professionell singe, ich wollte nie was anderes machen. Jetzt natürlich nach vielen Jahren, vorsichtig gesagt, wie wir vorher gesagt haben, die Showmöglichkeit und Live-Auftrittmöglichkeit ist nicht so groß wie früher. Das ist immer weniger. Und man, weil wir auch älter sind, man fragt sich, mag ich weiter Musik oder mag ich was anderes? Ich kann was anderes dazu machen, aber ich könnte nie weg von Musik. I mean, ich denke mal an Udo Jürgens, ich würde bis 80 auf der Bühne, solange dass die Leute fragen, würde ich singen. Es ist so, das Gefühl habe ich nie bei was anderes gefunden. Aaron, ist es immer leicht, von Musik zu leben? Nein. wenn ich beginne zu singen, wir haben nur gemacht Original Musik, kein Covers. Und wir probieren die Record Contract zu bekommen. Und für viele Jahre gemacht dieser. Und ich hatte einen Vertrag, der war sehr schlecht und habe gesagt nein. Und ich denke, okay, vielleicht Gott wollen ich nichts so machen diese mehr. So ich halte nichts singen für 5 Jahre. Und ich war eine Television Producer. Ah, bist du mal ausgestiegen aus dem Musikgeschäft? Ja. Game Shows. Kannst du als Sänger auftreten. Ja, das möchte ich keinem von euch antun. Ja. Es war Spaß und war cool vor 2-3 Jahren. Ich war gelernt und viele Reisen und super, super, super Emmy-Nomination, bla, bla. Und dann einen Morgen, ich denke, nein, 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 ich brauche mehr. Das ist nicht genug für mich. Und ich habe auch gesagt, okay, Gott, was wollen Sie für mich? Und ich höre viele Leute, warum du nichts singst mehr? Komm, singe bei meiner Hochzeit. Bitte, warum? Und ich sage, was? So, und dann eine Dame rief mich und sagt, ich brauche ein bisschen Stimme für eine CD in Nashville. Kommst du bitte? I'm like, okay. Und dann ich erinnere, warum ich was singen das erste Mal. So, ich habe gesagt, tschüss mit. Dann hast du wieder angefangen zu singen. Hast du dir mal überlegt, was für dich ein gutes Lied ist? Also es gibt ja so einen Haufen von Liedern. Wie definierst du für dich ein gutes Lied? Der Text ist vor allem für mich wichtig. Ich habe mal gesagt, die Interpretation ist das Wichtigste. Du kannst, und durch den Jazz haben wir die Möglichkeit, als Happy Birthday oder so ein Lied, das wenig Aussagekraft hat, wie Bye Bye Blackbird. Es ist für Jazz, du kannst es für Jazz
anders öffnen. Die Interpretation ist das Wichtige. Und das ist das, was Jazz mir gibt, dass ich auch, ich mache, einige machen Lieder von, beziehungsweise Songs von dem Komponisten Erik Satie, der sehr minimalistisch ist. Ist schön, aber insgesamt ist das ist, hat kein Bridge, das ist alles ziemlich modal, aber mit einem tollen Arrangement dazu, das hat ein eigenes Leben. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Durch meine Interpretation ein Lied zu meiner zu machen, dass es mein eigenes wird. Und wie definierst du dann für dich Erfolg? Dass ich die Musik machen kann, die mir gefällt. Das ist für mich ein Erfolg. Dass das Publikum das gefällt, davon gehe ich aus. Nein. Natürlich freue ich mich, wenn es meinem Publikum gefällt. Und ich habe Gott sei Dank ein gutes Renommee im Jazz. Und die Leute, was mir so besonders gut gefällt, ist, wenn ich mit neuen Liedern komme, dass das Publikum, hey, das war gut, das habe ich noch nie von dir gehört. Und das ist für mich ein Erfolg. Linda, du hast ja quasi so miterlebt, wie das dann mit den Castingshows angefangen hast. Wie hast du drüber gedacht? Wie denkst du drüber, über Castingshows? Ich bin nicht sehr begeistert bei den Castingshows, vor einem ganz großen Grund. Die Kids heute, das übernacht zum Star werden. Die haben keinen Begriff, was wirklich die Arbeit hintersteckt in Erfolg. Viele machen einen Crash mit Alkohol oder Drogen oder Geldverlust und so weiter, falsche Investments und so weiter. Wir haben jahrelang, wir haben unten angefangen und wir haben gewachsen. Das ist harte Arbeit, das ist serious, das ist Üben. Das ist wahnsinnig viele Stunden, dass man nicht bezahlt ist, vor dass man auf die Bühne kommt und eine erfolgreiche Show bringt. Und das ist etwas, das mir tut's leid, die Kinder heute, die glauben, die machen la 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 und die sind morgen Stars. It's a lange Weg. Es ist dasselbe mit dem Schönheitswahn. Ja. Das wird von den Medien. Das ist die Medien, ja. Das stimmt. Also, der ist gut und da oder sie schaut gut aus und alle wollen so danach schauen. Genau. Oder so diese Casting-Shows, das ist ein Hype. So läuft das nicht ab. Aber sehr große und erfolgreich. Ja. Und ich denke, viele junge Damen wollen es nicht. You know, wenn wir singen, wir haben gefunden, die wollen. We want it. Ein Gefühl, ja. Dankeschön. Und ich glaube, die Leute kennen diese. Wenn es ist authentisch und von der Herz, du hast gesagt. Yeah. Und so, es ist like, oh cool, the vocal, la, 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 it's cool. Aber ich bin leer. You know? Und was, wenn ich darf unterbrechen, was du jetzt gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig. Viele von den Kids wieder, die kleben sich an irgendeine erfolgreiche Sängerin, ob das so Whitney Houston ist oder Aguilera oder was, und die lernen zu singen. Und wann die singen, die klingen wie diese Person. Aber die sind sie nicht. Richtig. Die sind sie nicht. Ja. Das, wenn man singt, wenn man interpretiert ein eigenes Lied oder auch nachgesungen. Und man bringt sein eigenes Gefühl in, das ist schön. Wenn ich habe angefangen, richtig professionell zu singen, vor 35 Jahren ist es schon, ein Produzent hat mir sehr interessanterweise gesagt, wenn du ein Lied nachsingst, lern es, hör ein paar Mal und dann hör nie wieder die Original. Und dann gehst du auf die Bühne und dann kannst du singen, bist du Linda und nicht... Wenn ich beginne, vor einem Jahr singe nur Lied von Männern. Von Männern. Ja, danke schön. Ich wollte so nicht haben eine Stimme gleich dieser Damen oder dieser Damen. Genau. So ich hätte nur von Männern hören Musik. Das Interessante ist ja auch, dass ihr beide Unterricht gebt, dass ihr also
Und wir sind beide Sprecherinnen. Ja, richtig, richtig zusammen. Ja, ja. Ja, ja. Wer sollte zu euch kommen, um singen zu lernen? Ich meine, also Frauen oder und auch Männer kommen zu mir, weil sie wollen von mir Jazz lernen. Aber das ist schwer. Aber die meisten Sänger oder Sängerinnen, die sind, kriegst du das auch? Die sind so verkrampft und die stehen auch so. Und ja, so richtig, also shake yourself and, nicht? Und so, and find your voice, nicht? Also das die eigene Stimme finden, nicht versuchen, wie jemand anderen zu klingen. Genau. Mhm. Genau. Die eigene Stimme finden. Ja, ich sage, hören die wahnsinnig gute Sängerin und finden, was du liebst von dieser Sängerin. Was du liebst von dieser und dieser und dieser und dieser und dann finden, was du liebst von deiner Stimme. Ich habe auch dieses Jahr angefangen mit Coaching. Also ich kann niemanden, das nicht singen kann, lernen zu singen, weil ich habe nie gelernt. Ich kann nicht jemandem sagen, wie man atmet. Aber durch die Jahre, so viele Leute haben mich gefragt für Unterricht. Und ich finde, meine Stärke ist Performance. Und das ist, was viele brauchen, die Coaching on Performance, das rauszukommen von der Angst. Aber ich meine, man hat doch selber Vorbilder. Was habt ihr für Vorbilder? Wen findet ihr gut? Tina Turner was mine. I love her. Ich liebe sie. Aaron, du singst Tina Turner. Ja, ein bisschen. Für mich, ich habe große Liebe, so viele Sänger, Sängerinnen. An Tina Turner natürlich, Janis Joplin natürlich, aber auch ich liebe Mavis Staples. Super Soul-Sängerin. Und like du hast gesagt früher, es ist nicht eine super große Range, aber jedes Mal, ich höre, es ist super, ein bisschen Blues und Gospel. Super. Und im Jazz? Yeah. Oh Gott, there are so many. Also meine, ja klar, das ist also an Ella liebe ich ihre alles, jedes Wort ist glaubhaft. Wenn sie was Wort, und das ist genau wie Frank Sinatra. Finde ihr dieses Autumn in New York so toll? Ah, ist ein tolles Lied, ne? Das ist ein Wahnsinnslied. Ja, ein sehr sehr komplizierter. Ja. Sehr, sehr kompliziert. Aber haben viele. Ja, okay. Und wo geht's jetzt hin? Was hast du? Ja, Ziele? Jetzt kommt die neue CD raus. Ja. Kommt in November, kommt sie auf den Markt. Weißt du, das kommt ja ewig lang jetzt hier im TV München. Genau. München TV. Also am 3. November. 3. November ist die CD-Vorstellung in Jazzclub Unterfahrt. Auf was freust du dich, Aaron? Auf was freust du dich? Freust du dich? Sag mal bitte. What are you looking for? Oh gosh. Life. Yeah. Ich bin eine Student für Life. Ich mache so viele Sorgen. Ich habe meine Privatunterricht und ich liebe diese. Ich mache Workshops. Möchtest du manchmal eine Angestellte sein? Do you want sometimes to be an employee? Nein. Oh gosh. No. Ja. No, mein Mann hat den normalen Job. Mein Mann hat das Büro Montag bis Freitag. Gott sei Dank. Das macht meine Mutter sehr glücklich. Also das beruhigt deine Mutter. Für mich ist der Konzerts und nur ein Reise. Life zu kürzer. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle nicht gerne angestellt seid, sondern dass ihr gerne dieses freie Leben genießt. Ja, ja. Und ich habe die Sendung sehr genossen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke schön. Vielen Dank. Und Ihnen danke ich für das Interesse am Stadtgespräch. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.